Menschen ermordet. In den Heilstätten. Das war eine Hinrichtung. Alright, wir sind da, es geht los. 24-Stunden-Challenge. Eine ganze Nacht in einem Spukhaus. Ich habe heute erst die E-Mail zufällig wiedergefunden von diesem verrückten Produzenten Till Schmerbeck. Da hat er mir so ein Drehbuch rübergeschickt und gesagt, Mensch, ich würde mal gerne einen Horrorfilm drehen. Und da war ich echt überrascht, so, okay, da will einer richtig an deutschen Horror wieder ran. Spielregel Nummer 1, kein Internet, so lange wie hier sind. Die zweite ist, wir achten diesen Ort. Für mich hat deutscher Horror lange nicht mehr existiert, tatsächlich. Also klar, damals war Anatomie ganz schön krass und das Experiment fand super Filme. Bei Stereo musste ich irgendwann wegschalten und jetzt hoffe ich halt, dass Heilstätten da so eine kleine Statue in die Filmlandschaft setzt. Hallo? Heilstätten ist ein Projekt, was erstmals wieder diesen Aspekt von Horror und Mystery wieder aufgreift. Das fand ich halt mega interessant. Ich kann mich noch erinnern, wie die E-Mail kam und es hieß Casting, Horrorfilm, Deutsch. Und ich dachte erstmal, das finde ich immer schwierig, Deutsch, Horror. Und dann habe ich das Drehbuch gelesen und dachte, ich glaube, das kann eigentlich ziemlich gut werden. Alright, wir haben anscheinend unsere erste paranormale Erscheinung und müssen jetzt mal nachschauen, was es genau ist. Follow me. Horrorfilm kriegt man als Schauspieler nicht so oft in Deutschland die Chance für, deswegen ist das grundsätzlich schon mal spannend. Dann habe ich das Ganze gelesen und dachte, oh Gott, ich bin persönlich so ein Schisser selber. Kann ich das drehen? Kriege ich das hin? Was war das? Ich bin einfach unglaublich gespannt und hoffe einfach, dass der Film genauso geil wird, wie die Dreharbeiten einfach waren. Und dass man am Ende sagen kann, deutscher Horrorfilm kann doch irgendwie was. Da hat sich mal wieder jemand was getraut. Das ist ja kein Film mehr. Das ist die Scheißrealität. Das Menschen ermordet. In den Heilstätten. Das war eine Hinrichtung. Die Bestie von Belen. Alright, wir sind da, es geht los. 24-Stunden-Challenge. Eine ganze Nacht in einem Spukhaus. Spielregel Nummer 1. Kein Internet, so lange wir hier sind. Die zweite ist, wir achten diesen Ort. Was war das? Scheiße, ich hab mich verlaufen. Ich habe die Frau da drin gesehen. Patient 106. Geh einfach hier raus! Ich will hier nur noch weg. Was steht hinter mir? Das ist hier kein Film mehr.